Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Wir sind wieder am Start. Es ist mittlerweile der 1. September und wir sind im nächsten Spiel quasi, beziehungsweise vor dem nächsten Spiel gegen Hartlepool United FC im Pokal. Wird auf jeden Fall nicht allzu einfach gegen die Jungs, denn wir wissen immer, der Capital One Cup, beziehungsweise der Pokal an sich, hat seine eigenen Regeln. Wir haben schon ein bisschen, ja, aufgewertete Spieler Speroni mit seinen 35 Jahren nochmal einen hochbekommen quasi. Und zwar plus 1, was relativ nice ist eigentlich. Joel Ward haben wir dann hier, der gleich geblieben ist, aber bei der, ja, zumindest die mentalen Werte steigen. Dann haben wir hier Dan, bei dem noch nichts passiert ist. Delaney, der singt, ist ja aber auch schon 33 Jahre alt. Suarez steigt auch bei mentalen Attributen. Wilfried Zaha ist schon um Rating gestiegen, sehr, sehr schön. Match ebenfalls, ist auch sehr nice. Dazu haben wir noch MacArthur, bei dem ist noch nichts passiert. Und Bolasi, bei dem auch noch nichts passiert ist. Dann haben wir hier Jonathan Williams, bei dem immerhin die Aggressivität gestiegen ist. Wunderbar. Bart Finne, bei dem langsam ein bisschen was hochgeht. Und ja, ansonsten glaube ich hier doch Lee Chung-Yong ist nochmal gestiegen und sonst bisher glaube ich noch nicht großartig viel hier passiert. Gut, alles klar. Ich würde sagen, wir gehen ins Spiel für die heutige Episode, beziehungsweise ins erste Spiel der heutigen Episode. Wir werden ja wie immer zwei machen und naja, das erste ist halt im Pokal. Aber wir schauen uns immer an, welche Startaufstellung wir spielen werden. Ich denke mal, die Formation dürfte eigentlich gleich bleiben, aber wir werden mal ein paar Spieler spielen lassen, die sonst eventuell nicht spielen. Und zwar Fraser Campbell unter anderem in der Startelf. Ich glaube, Jedinak packe ich mal ins zentrale Mittelfeld. Bolasi packe ich raus. Ich glaube auch, ich packe Wanyama rein. Ich glaube, im Pokal können die sich als erstes ganz gut präsentieren. In der Liga vielleicht noch nicht gleich, aber das werden wir dann sehen. Brede Hangeland spielt auch mal. Mariappa kann auf links spielen, auf rechts kann dann Kelly spielen. Und Gediora packen wir ebenfalls auf die Bank und zwar für Match. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir in ein Spielchen rein. Wir haben nur einen Stammspieler, das ist Williams und natürlich Speroni. Und mal sehen, wie die sich schlagen werden. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Es sollte das Saisonhighlight werden für den Viertligisten Hartlepool zu Gast im Sellers Park bei Crystal Palace und die Eagles, trotz dessen sie in guter Form waren momentan, wollten natürlich diesen kleinen, vermeintlich kleinen Gegner nicht unterschätzen und in die nächste Runde genauso einziehen, wie es der Viertligist wollte. Man wollte hier für eine Überraschung sorgen, sagte der Trainer ja vor der Partie, allerdings war das natürlich äußerst schwierig gegen die wirklich gut in Form seienden Männer von Crystal Palace, die ja mit zwei Neuzugängen am letzten Transferfenstertag noch einmal für Aufmerksamkeit bzw. für Aufsehen ja, gesorgt hatten. André Hoffmann von Hannover 96 war nach England gekommen und Victor Wanyama vom ehemaligen Liga-Konkurrenten Southampton war ebenfalls ja, zum Sellers Park gewechselt. Der Kenianer im Zentraldefensiv Mittelfeld mit Jedinak dann hinten, Speroni im Tor, Hoffmann direkt mit seinem Startelfdebüt neben Hangeland, Kelly rechts, Mariappa links, Panchian, Young, Williams und Campbell in der Offensive. Sehr starke Aufstellung, zwar eine B11, aber das sah man gar nicht so unbedingt. Auf der anderen Seite sah das schon eher nach einer B11 aus, war aber die Startaufstellung natürlich Flinders, Parnaby, Murphy, Bates und Holden in der Verteidigung, davor auf der Doppel-6 dann Frank und Miller, Compton, Frank Franks, Harewood und Morgan dann vorne in der Startelf drin. Also relativ offensive Aufstellung, trotz dessen man hier auf Konter spielen wollte. Und man wurde direkt bestraft, denn man startet natürlich nervös in diese Partie. Hier ist Holden am Ball und der verliert den gegen den formstarken Williams, der mit dem Pass in die Mitte auf Fraser Campbell und der versucht es direkt mal, kein Problem für Flinders. Aber es war die erste gute Aktion und es ging weiter mit Chancen für Crystal Palace. Allgemein war Flinders in guter Form, machte eine gute Partie, wurde aber auch von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Hier Wanyama, der Neuzugang, spielt den Ball auf Campbell, der legt sich den weit nach außen, flankt aber wieder in die Mitte und da ist Wanyama. Der ja, kenianische Golos schmeißt sich da in die Luft, versucht mit dem Fallrückzieher leider knapp am Tor vorbei, aber schöne Aktion vom Neuzugang von Southampton und dann versucht es tatsächlich Hartlepool mit der ersten Aktion. Parnaby hat da den Ball, spielt nach vorne auf Harewood, der könnte schießen, legt nochmal ab auf Morgan, keiner traut sich so wirklich und dann ist da Woods, der versucht es, aber klar am Tor vorbei, trotzdem die erste größere Chance für Hartlepool und nach knapp 30 Minuten gab es dann die nächste größere für Crystal Palace. Hier ist ja Campbell mit dem Ball auf Williams und der versucht weiter mit dem Ball auf Young und der hat einen schönen Schuss, allerdings weit am Tor von Flinders vorbei, dementsprechend weiterhin 0:0. Nach 33 Minuten auf der anderen Seite wieder eine Chance. Franks quasi im direkten Gegenangriff mit der Flanke. Kommt nicht so wirklich, kommt aber nochmal in die Reihe, in die Mitte auf Woods. Gerade noch mit dem Schuss, jetzt legt er den Ball ab auf Harewood. Der traut sich aber wieder nicht, spielt den Ball nochmal zurück. Gewusel im Strafraum und dann der Schuss und Speroni ist da, muss eingreifen nach diesem Gewusel. Es bleibt beim 0:0. Wir müssen schon in die zweite Halbzeit gehen, bis wir die erste, ja nächste Chance mal erhaschen können von Crystal Palace. Hier Williams verliert den Ball, Wanyama kriegt ihn zum zweiten Mal und spielt den auf Fraser Campbell. Der setzt sich durch gegen die Verteidigung und der Schuss wird hier abgefälscht und dementsprechend gibt es einen Eckball. Das war die größte Chance seit knapp 30 Minuten und dann gab es Eckball reingebracht von Wilfried Zaha in die Mitte und da ist Williams 1:0 Crystal Palace, 60. Spielminute. Es war der kleinste Mann auf dem Platz, 1,86 Körpergröße, 1,68 Körpergröße beim Waliser. Den hatte da niemand erwartet, aber momentan absolute Formstärke und deswegen kann er auch diesen Ball hier mal verwandeln. Keiner in der Verteidigung ist auf ihn eingestellt, ist natürlich auch klein, eigentlich gar nicht kopfballstark, aber in der Situation reicht es einfach aus, um hier das 1:0 gegen den Viertligisten zu erzielen. Nach
nach dem Spiel sagte, er hätte selber nicht damit gerechnet, diesen Ball noch zu erwischen. Er hat es getan und somit stand es 1-0 für Crystal Palace und die wollen sich das natürlich nicht nehmen lassen. In der Folgezeit konzentrierte sich Hartlepool darauf, irgendwas nach vorne zu bringen und ja, Crystal Palace konterte, wenn auch nicht sonderlich gut. Hier Mariapa spielt den Ball viel zu spät ab, ohne irgendwelche Chance da. Der Ball nochmal geklärt von Firthstone, dann auf Zaha und auch der leider Gottes mit der fahrlässigen Chancenverwertung nach vorne. Williams kommt da nicht mehr ran. Es gab allerdings tatsächlich nochmal eine Chance für Crystal Palace in der 90. Minute, die etwas größer war. Wieder natürlich Williams hier, der absolut formstark war, in Aktion, erobert sich den Ball und dann Campbell mit dem Ball auf den Waliser. Der versucht über außen, da ist Murphy und der ist gar nicht mal so langsam, deswegen kommt die Flanke auch nicht. Er spielt den Ball aber zurück auf Zaha und der versucht mit der Flanke, kommt auf Campbell, der kommt nicht ran, da ist aber nochmal Jason Punch hier noch spitz im Winkel und trotzdem geht der Ball an die Latte. Richtig gefährliche Situation nochmal, es war allerdings nicht mehr schlimm, dass er nicht reinging, denn es war die letzte Aktion der Partie. Crystal Palace wenig überzeugend mit dem 1-0 gegen Hartlepool, der vierten Liga ist also raus aus dem Capital One Cup und die Eagles, die sind in der nächsten Runde gut präsentiert, hatte sich Wanyama genauso wie Hoffmann, die hatten beide ein gutes Debüt gegeben für ihren neuen Arbeitgeber. Die Fans waren zufrieden, der Trainer war zufrieden, was will man mehr? Jetzt geht es in der Liga weiter gegen Burnley. Dieser walisische Zwerg gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Letztes Spiel schon richtig stark gewesen, dieses Mal wieder und hat uns quasi alleine weitergebracht im Capital One Cup gegen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Hartlepool war es. Richtig nice auf jeden Fall. Wir gehen ins nächste Spiel damit und mal sehen, was wir da erwarten dürfen, beziehungsweise gegen wen wir da überhaupt spielen, das weiß ich gerade aus dem Kopf gar nicht. Ich habe den Spielplan noch nie angeguckt. Mitrovic, den packe ich mal auf die Transferliste, Beobachtungsliste, ja, Capino auch eigentlich mal. Oerlishausen nicht, Cigerci, oh, Unnerstall, nein, Galvez. Nein, Gilavogi, nein. Christian Panda auf jeden Fall. Heiko Westermann, danke, Vizius. Jetzt habe ich Wiedwald runtergemacht, aber das ist nicht so schlimm. Aktuell ist aus England hatten wir noch, das habe ich gar nicht angeguckt. So, da sind wir. Und dann war Joel Robles, der gar nicht so uninteressant ist an sich. Wir haben einen. Ich kann es noch nicht sehen, aber es ist Fonte bestimmt, oder? Nee, doch. Nee, Lovren, oder? Warte. Lovren, ja, genau. Fonte, ja. Falsches Wappen. Beziehungsweise ehemaliger Mitspieler halt. Ah, Lovren, nee. Zu teuer will ich auch gar nicht haben. Bogdan, nee, Maynard, nee, Miguel, nee, Quella, nee, Kuschak, nee. Passt schon so, wie das Ganze ist hier. Es ist extrem langsam gerade, das nervt ein bisschen. Ihr seht es eventuell, ich kann hier gar nichts bewegen, das ist so langsam. Ich habe jetzt zum vierten Mal entfernt und jetzt geht's endlich. Alles klar, gut. Gegen wen dürfen wir überhaupt spielen? Das war am 20. September wahrscheinlich wieder, weil jetzt gerade Länderspiele sind und wir sind kein Nationaltrainer, von daher ist das Ganze hinfällig. Gut, wir dürfen nochmal uns irgendwas angucken, ganz, ganz langsam. So, Gyömba, noch nie gehört, sieht aber stark aus von den Werten her, von den Reihen. Ja, sieht nicht schlecht aus. Vasquez, ne, Koulibaly, ja, schon eher. 10,5 Millionen, als ob. Van Ginkel, ne, Perin, ne, Pogba, gerne, aber ne, Sepe... Kenne ich nicht, gucke ich mal. Bascha, nee. Moras, nee. Mirante, nee. Aquilani, nee. Und Robbie Keane auch, nee. Gut, was haben wir noch so? Wahrscheinlich erstmal nix. Nee, aber wir spielen gegen Burnley, das heißt gegen Aufsteiger. Das heißt, es muss ein Sieg auf jeden Fall. Ja, jetzt hier im nächsten Spiel der Saison, das ist das vierte Spiel, das wir haben. Mögliche Nationaltrainerposten haben wir aus Indien und Venezuela. Das ist natürlich geil. Alban Meyer, der Freistoßexperte. Ja, die Freistoßposition stimmt auf jeden Fall. Den kann man beobachten, genauso wie den guten Mann. 15 Millionen angeblich von Grasshoppers. Das ist so unrealistisch, ne? Egal. Pinola, Brion. Schlaufi. Schlaufi kannst du auf Bohrensitze setzen, weil theoretisch... Ja, wobei ist alt. Ablösefrei, aber alt. Al-Habsi, Mile, Brown, dann, ja, nichts Interessantes dabei, leider Gottes. Aber, ist ja auch erstmal egal, denn wir gehen ins Spiel, wir gehen ins Spiel mit unserer A-Elf natürlich gegen, Burnley. Wir werden Hangelan wieder rausnehmen, dafür kommt Dan wieder rein, wir werden auch Suare wieder reinstellen für Mariapa. Delaney kommt rein für, nee, oder? Nee, Hoffmann lassen wir drin. Kelly geht raus. Dafür kommt Ward Ryan. Young nehmen wir runter. Gale kommt in eine Startelf. Frazier Campbell hat seine Chance gehabt. Nicht so mega genutzt, aber ganz okay genutzt. Und jetzt müssen wir noch einen raussetzen. Und das machen wir am besten mit Gediora. Jedinek kommt für den auf die Bank. Wie alt ist Ledley nochmal? 27. Geht also auch noch was theoretisch. Aber mal sehen, wie sich Wanyama schlagen wird. War im ersten Spiel ganz gut. Mal sehen, ob es jetzt auch sein wird. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich.
Nach dem Sieg im Capital One Cup hat der Trainer MGT sein Team natürlich verändert. Die AF auf dem Platz, wer allerdings geblieben war, waren Viktor Wanyama und André Hoffmann. Die beiden Neuzugänge hatten sich in diesem Spiel gegen den Viertligisten Hartlepool für die Startaufstellung empfohlen und standen dementsprechend gleich mal in ihrem Premier League Debüt für die Eagles auf dem Platz. Auf der anderen Seite heute der Aufsteiger Burnley und die Clarets wollten natürlich hier im Selhurst Park beweisen, dass sie ein Aufsteiger mit Ambitionen waren und dementsprechend auch gegen Crystal Palace, die momentan in guter Form waren, gewinnen konnten. Hatten sich nochmal kräftig verstärkt zu Saisonbeginn, unter anderem mit ebenfalls Aufsteigern Nedum Onoa von den Queen's Park Rangers oder auch mit Nicolas Barrantes, dem Costa Ricaner. Auf der anderen Seite Spironi Ward, Dan Hoffmann, Suare, Zaha, Wanyama, Mach Bolasie, Williams und Gale, die der Truppe ja, von Burnley gegenüberstanden. Wir schauen natürlich direkt mal auf die Startaufstellung von den Clarets, die wie gesagt leicht verstärkt nochmal in die Saison reingegangen waren. Den Fans sollte das egal sein, denn natürlich hatte sich auch Crystal Palace verstärkt, allerdings nicht ganz so viel Geld in die Hand genommen wie Burnley. Heaton, Trippier, Onoa, wie gesagt, Shackle, Ward, Airfield, dann Taylor, Marnie, Boyd, Barrantes und Danny Ings im Sturm. Sehr starke Ausstellung auf der Bank, theoretisch noch Potenzial mit Vokes, allerdings war das offensives Potenzial und wie sich herausstellen sollte, brauchten sie das eher defensiv. Wir gehen in die erste Szene der Partie direkt nach dem Anstoß und die war natürlich für Crystal Palace. Hier erobert sich Dan wunderbar den Ball im Mittelfeld, der Innenverteidiger mit dem Ball nach vorne auf Dwight Gale. Der ist nicht im Abseits, setzt sich da klasse durch nach 12 Minuten. Der Schuss wird noch abgewehrt von Heaton und dann ist da Match 1:0, 13. Spielminute. Ja, der Führungstreffer relativ früh in der Partie für die Eagles. Das war viel zu einfach in der Verteidigung. Leicht ausgehebelt, viel zu schnell ist dann Gale für Onoa, der nicht mehr hinterherkommt und Match macht den Abpraller von Heaton rein. Der ist natürlich chancenlos, hat alles getan in der Situation. Gale muss die Chance eigentlich schon machen und Match wird dann nicht genug unter Druck gesetzt und kann den Ball einfach reinhauen. Sie machten direkt weiter, allerdings versuchte, ja, der Burnley ein bisschen nach vorne zu spielen. Das sah dann aber meistens relativ schlecht aus, denn sie kamen nicht wirklich nach vorne. Die Bälle meistens leichtfertig verschenkt. Hier mal ein Einwurf, der als gutes Beispiel Dean Arfield mit dem Ball nochmal nach vorne. Da ist Trippier, der macht das an sich gut, verliert den Ball, aber dann ist da Marnie, der spielt den Ball wieder nach außen. Da ist Taylor, der wieder auf Trippier, der auf Barrantes. Das sah alles ganz gut aus. Im Endeffekt kamen sie aber nicht zu Schüssen, denn sie schossen einfach nicht aufs Tor. Sie gingen wieder nach außen, hier Barrantes zum Beispiel, und dann ist der Ball plötzlich weg durch den Fehlpass in Seiten aus. Es sollte allerdings nicht so schlimm sein, denn ein unfassbarer Fehler von Yannick Bolasie, der wohl erwartet hatte, dass Match da losläuft. Die Flanke in die Mitte, der Ball wird gleich noch verlängert nach der Flanke von Barrantes und hinten steht dann Arfield mit der Chance gegen Spironi und nochmal der Kopfball von Danny Ings. Das war die gefährlichste Situation bisher in der Partie für Burnley nach knapp 36 gespielten Minuten und fast der Ausgleichstreffer durch den Fehler von Yannick Bolasie, der sich natürlich bei seiner Hintermannschaft entschuldigte und das auch zu Recht. Es gab allerdings einen Eckball und kopfballstarke Spieler wie Nedum Onoa, die haben sie bei Burnley zumindest in der Theorie. Arfield bringt den Ball direkt mal in die Mitte und da steht unter anderem auch Shackle, der kommt aber nicht an den Ball, sondern da ist Hoffmann und Wanyama. Die beiden Neuzugänge spielen den Ball raus und dann kommt Suare, der Linksverteidiger, der setzt sich durch gegen Taylor und dann ist da Dwight Gale. Unten komplett blank. Keiner passt auf den so wirklich auf. Es ist kein Abseits, der Pass im perfekten Moment und Gale will sich das nicht nehmen lassen, macht auch nicht. 2:0, 38. Minute, eiskalt gekontert von Crystal Palace. Die nutzen ihre Chancen genauso, wie man das erwartet und genauso, wie das auch sein muss. Das 2:0 war nicht unbedingt verdient, denn sie hatten kaum Chancen und spielten kaum nach vorne, sondern stellten sich hinten rein, lauerten auf Konter, spielten diese aber perfekt aus und dementsprechend das verdiente 2:0 in gewissermaßen, denn die Chancenverwertung ist natürlich auch wichtig und sie machten direkt weiter, Burnley ohne Zugriff zum Spiel, der Ball auf von Wanyama auf Williams, der wird nicht angegriffen, die Flanke und dann ist da Gale, 3:0, 45. Spielminute, da steht Trippier viel zu weit weg von seinem Gegenspieler und Gale ist einfach ein guter Stürmer und der kann halt auch mit dem Kopf das Tor machen, Williams in Topform mit der klasse Flanke und dann hat Heaton im Endeffekt auch überhaupt keine Chance mehr gegen den wuchtigen Kopfball des englischen U-Stürmers. War auf jeden Fall eine gute erste Halbzeit für die Fans von Crystal Palace, die Eagles mit einer klasse Leistung und dementsprechend auch die Fans halt zufrieden. Zaha noch nicht so wirklich in Aktion gewesen, dafür Williams und Gale umso mehr und auch Wanyama und Hoffmann, die beiden Neuzugänge, machten einen sehr soliden Eindruck. In der zweiten Halbzeit, ja, konzentrierte man sich dann eher darauf, das Ergebnis zu verwalten. Man spielte nicht mehr wirklich viel nach vorne und bot ein bisschen Freiraum. Wenn man nach vorne kam, dann über Konter. Hier mal mit der Flanke in die Mitte, das war nicht sonderlich erfolgreich. Dann kommt da Ward nochmal an den Ball, der kommt auf Zaha und Zaha, wie gesagt, noch unauffällig, dann aber mit einer guten Idee, die Flanke auf Dwight Gale und Heaton verhindert im Endeffekt dann das 4:0. Das wäre auch zu viel gewesen. Allerdings, auf der anderen Seite taten sie nicht wirklich was dafür, das zu ändern. Denn wenn es mal Chancen gab, dann eher durch Zufallsprodukte als durch gute spielerische Leistung. Hier der Fehlpass eigentlich. Aber dann kommt der Ball irgendwie mit Pingpong nochmal zurück zu Taylor und der versucht es direkt. Schöner Versuch eigentlich des Engländers. Aber Spironi im Tor von Crystal Palace muss nicht eingreifen. 78. Es gab nochmal ein paar Konterchancen, wie gesagt, für Crystal Palace. Die nutzten die aber nicht wirklich konsequent. Wieder Zaha. Und der ist so uneigensinnig, will auf Finish spielen, der in der Mitte sich freigelaufen hatte. Der mittlerweile eingewechselte Norweger kann den Ball aber nicht erreichen. Und dementsprechend bleibt es beim
ein 3:0. Williams dann nochmal, wie gesagt, in absolutem Form hoch. Ja, erobert sich den Ball und spielt dann auf Finne. Und der setzt sich klasse durch jetzt hier in der Verteidigung gegen Shackle. Macht das super und spielt den Ball dann knapp am Tor vorbei. Es wäre sein zweites Tor im zweiten Einsatz in der Premier League gewesen. Es wäre zu schön gewesen. So bleibt es beim 3:0. Und das ist auch standesgemäß, denn dieses Ergebnis war vielleicht nicht verdient, aber in der Höhe doch gerechtfertigt. Denn Crystal Palace hatte seine Chancen genutzt und bleibt mit diesem 3:0 weiter in der oberen Tabellenregion. Setzt sich da so ein bisschen fest. Und das ist natürlich klasse für MGT, denn das ja garantiert so ein bisschen seinen Job. Das Ziel ist Mittelfeld für Burnley. Heißt es, den Abstieg zu vermeiden. Mit solchen Leistungen wie heute geht das nicht. Und ja, Crystal Palace muss sich um den Abstieg, glaube ich, gar keine Gedanken machen. Das nimmt hier schon wieder Zustände an, die kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. 3:0 gegen Burnley, alle drei Tore in der ersten Halbzeit. Alter Schwede. Williams wieder mit einer richtig guten Leistung. Zaha hat auch gut gespielt. Doppelpack von unserem Superstar quasi, von Dwight Gale. Und wir sind trotzdem nur Sechster. Gut, nächstes Spiel ist dann nächste Episode gegen Everton. Wir sind auf Platz 7 sogar nur, haben 8 Punkte aus 4 Spielen, was aber vollkommen okay ist. Ich meine, wir sind Crystal Palace, ja, das heißt, wir dürfen das. Aktuell ist aus Italien, gucken wir uns auch eben an. Wir haben da Ignacio Gomez, den wir nicht brauchen. Leali Alan haben wir da noch. Stefan De Vrij behalte ich, oder De Vrij behalte ich mal. Bardi Bertolacci nicht. Nee, auch nicht mehr. Tschüss. Und den Rest haben wir, glaube ich, bereits. Ja. Alles klar, den Rest kennen wir schon. Gut, das war doch, denke ich mal, eine relativ nice Episode, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum... Na? Irgendwie ist mein Controller... Achso. Nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.